Juventus Turin hat auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler angeblich Adrien Rabiot von Paris Saint-Germain ins Auge gefasst. Dies berichtet die Tuttosport. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Demnach beobachtet die alte Dame den Franzosen bei PSG schon länger, wobei auch Barcelona Interesse an Rabiot haben und in den Verhandlungen sogar vorne liegen soll. Hilft Pogba bei Juve beim Rabiot-Deal? Doch den Katalanen wird seit wenigen Tagen auch ein Interesse an Man United-Star Paul Pogba nachgesagt, der mit José Mourinho bei den Red Devils nicht glücklich sein soll. Nachdem das Transferfenster in England jedoch bereits geschlossen ist und es keine neuen Spieler mehr eingekauft werden dürfen, ist ein Pogba-Abgang aus Manchester unwahrscheinlich, da sich die Red Devils keinen Ersatz mehr besorgen könnten. Dennoch soll Berater Mino Raiola einen Wechsel Pogbas ins Camp Nou vorantreiben. Ein Szenario, auf das auch Juve hofft, denn dann hätte man dem Bericht zufolge bei Rabiot wohl gute Karten auf eine Verpflichtung. Mehr zu Adrien Rabiot, PSG und Juventus.